Heute bin ich das erste Mal zu Besuch bei Jens im Angelpark Steinbachtal. So, jetzt geht's los. Auch wenn ich eine Anlage nicht kenne, wie jetzt hier, habe ich die passive Route trotzdem auf Grund. Mit der aktiven beginne ich dann mit 2,2 Gramm Spoons. Der erste Biss auf Grund kam auch relativ schnell, ca. 5 Minuten nachdem die Montage draußen war. Leider war es nur ein kurzer Anfasser und die Forelle hat wieder losgelassen. Da die Forellen zu Beginn die Spoons nicht richtig attackiert haben, habe ich aufs Gummi gewechselt, da im Uferbereich ein, zwei schöne Lachsforellen standen. Der richtige Zeitpunkt, um die Forellen am Ufer zu zanken, sollte noch kommen. An dem Tag habe ich auch Igor Grindberg kennengelernt und er sollte auch gleich die erste größere vernünftige Lachsforelle im Drill haben. Die Forelle war nicht zu halten und zog in einem durch direkt rechts in die Ecke rein. Nachdem sich dann noch zwei weitere Schnüre in Igors Schnur verfangen haben, konnte er die Forelle nicht mehr richtig lenken bzw. drillen und somit schlitzte sie leider Gottes nach einem kurzen Drill aus. War guter Lachs. Mhm. Über 4 Kilo. Ja? Über 4 Kilo. Durch einen leichten Twitchschlag kurz vorm Ufer konnte ich noch die Lachsforelle zum Biss überreden.
Sobald die Forellen den Kescherrand sehen, egal ob das Lachs oder normale Forellen sind, geben die immer noch mal Vollgas. Hier wollte die Lachsforelle jetzt den gleichen Weg ziehen wie zuvor die Forelle von Igor. Aber ich habe versucht, sie wirklich mit Gefühl unter dem Rohr wieder zurückzudrillen und ein bisschen Geschick hat's geklappt. Hier kann man auch schön sehen, wie die Gamagatsu-Ruten von der Aktion her arbeiten, wenn der Fisch nochmal zwischendurch einen kleinen Sprint hinlegt. Mit den Ruten bin ich total zufrieden und gerade bei so Fluchten bin ich froh, dass ich die habe. Jen! Jen! Ja. Komm, lass mich in Ruhe, du bist ein Schuhmeister. Wenn du mich jetzt schlägst, ist was los, zeig ich dich an. Nicht glücklich, aber das ist schlecht, das hat mir nicht erwachsen. Gleich gerade musst du mich vor mir zum Beispiel festhalten. Schönes Tier. Ja, Kaffee habe ich nicht. Wirklich 1A Fisch mit einer schönen Färbung. Top. Heute Abend Sushi. Da haben wir in Australien frischen Thunfisch gegessen, frisch gefangen, so geil. Thunfisch und rechts Sashimi gemacht. Was Besseres gibt's nicht. Die glaube ich hier, ne? Nee. Also die Qualität da unten, also butterweich, Hammer. Schön Fettgehalt und Fleisch, ne? Perfekt. Der nächste Biss folgt wieder auf der Grundroute. Grundbiss. Diesmal hatte ich wieder eine bessere Lachsforelle am Haken. Die Forelle hat den Köder Bienenmade mit Teilkombi ca. 50 cm über Grund genommen. Thank you.
schnell wieder neu angeködert und direkt die Route neu ausgelegt. Das war noch nicht perfekt, da liegt sie besser. Die Route lag noch keine 5 Minuten wieder und zack, lief die Schnur wieder ab. Nach dem Biss nahm der Fisch meistens 1 bis 2 Meter Schnur von der Rolle, blieb dann stehen. Dadurch musste ich vorsichtig den Kontakt zum Fisch aufnehmen, um zu gucken, ob er noch dran war. Und hängt. Nochmals danke, Igor, für die Hilfe zwischendurch beim Keschern und für die Tipps und die netten Gespräche am Wasser. Igor musste gegen Mittag einpacken, was schade war, denn danach ging noch ein bisschen was. Vor den Füßen stand bestimmt eine Viertelstunde lang eine schöne große Lachsforelle. Ich habe den Köder kleiner gewählt, sie gezankt und siehe da, auch träge Forellen nehmen dann irgendwann den Köder. Die Forelle hat einen weißen Trautjara Boxster in der normalen Größe genommen.
hast du das so lange gefischt. Gut, und die Morgen hast du so eine Seite, da ist nicht mehr. Das ist noch knapp. Aber mal da. Hier musste ich relativ vorsichtig drillen, da der Fisch die Köder kurz genommen hat und der Haken wirklich nur knapp im Maulwinkel saß. Und der nächste große Lachs geht in meine Kühlbox. Okay, jetzt wird's eng. Und kaum zu glauben, links in der Ecke stand auch eine. Ich habe die zwei, dreimal angeworfen und auch die Forelle hat direkt nachgeschnappt. Die wir gebürt haben. Irgendwann schnappt sie nach. Die war mehr genervt wie ich. Ja,
Entscheidend ist, dass man den Köder nicht allzu weit vom Fisch entfernt vorbeiführt. Tada! Nächste! Jetzt wird langsam kein Platz mehr. Aber ganz klein, siehst du? Ich habe gerade meinem Kollegen zu meiner rechten Seite gezeigt, wie der Köder im Wasser sich bewegt und dass man ihn ganz langsam zupfen kann. Kurz vor Schluss wurde es auch immer hektisch. Ich habe beim Absinken, beim leichten Ankurbeln den nächsten Biss bekommen. Das war wieder eine große, um die 3 bis 4 Kilo. Die Forelle zog rechts in die Ecke, dann wieder nach links, dann wieder nach rechts. Zu halten war so schwierig und warum sie nicht zu halten war, kann man nachher erkennen. Der Fisch kam auch eine ganze Weile nicht hoch und ich vermutete erst, dass es wirklich was Größeres war. Nach einiger Zeit konnte ich den Fisch dann wieder zurück zu meinem Platz stellen. Nachdem die Fäule dann an der Oberfläche erschien, konnte man sehen, dass der Haken nicht im Maul hing, sondern dass der Spoon beim Absinken sich auf die Forelle gelegt hat und beim Erschrecken der Forelle hat sie sich selber in der Rückenflosse gehakt. Fische, die nicht ordentlich gebissen haben, kommen selbstverständlich wieder zurück. Und die nächste Forelle wieder auf Grund. Diesmal zur Abwechslung eine kleine, normale 400 Gramm Portionsforelle.
Gegen 3:30 habe ich dann langsam angefangen einzupacken. Tut mir auch leid. Kein Fischbeier, oder? Heute Abend Facebook oder was? Oh, 4, 5, 5. YouTube? Ja. Nicht Facebook heute? Was? Heute Abend vielleicht. Daher kenne ich die auch. Ich schon mal gesehen. Sein, ja. Es war ein schöner Tag in netter Gesellschaft mit netten Mitanglern und es war bestimmt nicht der letzte Besuch im Steinbachtal beim Jens. Bis dahin, macht es gut und geht angeln. Tschüss.